Wir gewinnen an Boden. Gott, hier werden wir von allen Seiten beschossen. Okay. Wir gewinnen langsam die Kontrolle über die Situation. Okay. Das Plasmagewehr ist an sich keine schlechte Sniperwaffe. Das Problem ist, ihr seht nur, es reagiert langsam. Die Kugeln fliegen wesentlich, wenn man es Kugeln nennen darf, fliegen wesentlich langsamer als das normale Sturmgewehr, weswegen ein Distanzangriff auf sehr lange, also auf sehr lange Distanz, eher schwierig ist. Okay, wir haben neun Schuss inzwischen. Gut. Hier noch irgendwo ein. Das sind Energiegewehre. Maverick benutzt hauptsächlich Plasmagewehre. Ich verstehe die Typen. Oh, Plasmagranaten. Plasmagranaten setzen wie Essler. Nochmal Plasma. Laden wir unseren Vorrat an Thermalenergie auf. Und gucken wir mal, was hier drin ist. Oh, schön. Ein Maverick-Läufer wie es. Und das hier sieht auch sehr vielversprechend aus. Kettenklapper. 15. Ich werde dich nicht verlassen, mein Sturmgewehr, aber aber das Sturmgewehr, es wird das hier wesentlich besser. Ciao. Bisschen gucken, was die Fußsoldaten so treiben. Der hier ist auch noch hinderlich. Der hat sich versteckt. Der nicht. So. Was ist hier noch drin? Noch ein Maverick-Läufer wie es. So, dann nehmen wir mal das Plasmagewehr wieder. Plasmagranaten sind wir voll. Deaktivieren wir mal die Navigationsstation. Und uns thermale Energie. Und verhöhen die Typen hier, die so dumm auf uns warten, und schwächen sie mal ein bisschen. So, das reicht. Ich weiß, eigentlich müsste man hier drauf schießen. Oder hier drauf. Das ist nämlich die Engine, das ist der Schwachpunkt von den Dingern. So, der ist auch geschwächt. Der noch ein bisschen. So. Und... los geht's. Ready. Sind die Dinger cool oder was? So,
noch irgendeine schöne IS-Waffe. Und die haben wir ja hier drin. Granatenwerfer, Raketenwerfer, Lasergeschütz. Raketenwerfer! X Bunzen über Trophäe, Feuerfall. Hättest auch ausweichen können, Junge! Huch, er kann ausweichen! Er glaubt zumindest ausweichen zu können. Das ist auch ein Läufer! Wir haben auch einen Läufer! Der hat mich gerade versucht. Der steht da so einsam rum. Ups, bin ich draufgetreten. Okay, ich werde hier noch sterben, wenn ich das mache. Wow, ich bin gerade wohl etwas ruhig gewesen. weil ich mich ja gerade versuche zu konzentrieren. Und, na los, komm. Doppelte Raketenfeuerwerferkraft. Gammelte Idee. Wo ist er denn hin?
Treffer. Das Ding war eh so gut wie Schrott und ich hab jetzt das Gefühl, dass ich gerade sehr ruhig gewesen bin. Oh mein Gott, tja, das passiert, wenn ich mich versuche, zu doll zu konzentrieren. Hier lang geht's nicht, aber hier lang. Oh, Zwischensequenz. Wayne! You all right? Yeah. It's wonderful. We can definitely use this. No more pitching tents for us. Yeah. Oh. Rick! So, I'm not just seeing things. Naja, ich glaube, du spinnst auch. Luca! Wayne! You're alive. You better believe it! I'm still here. Yeah. It's good to see you. Oh. Oh, I got you. Oh Mann, freundliches Wiedersehen. Das war Kaffee. Ist ja nicht so, dass Nevik um uns herum rumwuselt. Like a dream. No kidding. You've grown up. Puh. I'm amazed you were able to make it this long alone. Well, I wasn't really alone. I had help. Help? From who? From Basil. Basil? Echt? Remember when we got separated? After that, the trailer was attacked. But Basil saved me. Then, we came here. But she's after Yuri. Turns out this Solotov that she's after wasn't Yuri after all. He's not. No. Apparently it's a man named Ivan Solotov. Ivan? Yeah. Yuri's father. Yuri's father? All right. So it's not Yuri she's after. But why is she after this Ivan? Ivan is a traitor. Because of his betrayal, she lost someone very close to her. Hmm. Ivan Solotov. Betray us, Solotov. It was all a Nevik trap. And Basil, where is she now? She's on a run right now. She's checking out a Nevik research facility, hoping to find something out. Research facility? When is she going to be back? I'm not sure. It would probably be faster to find her ourselves than to wait for her to return. Well? Let's go. Sounds good to me. I'm tired of waiting around and fiddling with machines. Super! Allzeit bekanntes Szenario. Wir sind wieder auf den Schneeebenen. Greifen uns jetzt die Riesenwürmer wieder an. Und werden wir herausfinden, was es mit dem Gretz-Projekt auf sich hat. Was das Ganze mit uns, mit dem Vater von den ganzen Trotteln hier zu tun hat. Und noch vieles andere sehen wir dann in der nächsten Episode von Let's Play Lost Planet Extreme Condition. Ich bin DJ Operator und wollte das Spiel nicht pausieren. Bis dann. Ciao. Willkommen zurück bei Let's Play Lost Planet Extreme Condition. Ich bin immer noch TG Operator
und habe Spaß daran, diese Tonne zu vertrauen. War es genauso schön für euch wie für mich? Ja, so, wir haben unser Plasmagewehr von Nevek leider ver... Hallo. Na, das ist doch mal eine angenehme Überraschung. Da rein, mal rein.